Schloss Thörnich, zwischen Köln und Düren gelegen, verbindet die rheinische Tradition des barocken Wasserschlosses mit der Eleganz der französischen Maison de Plaisance. Es gehört zu den kunstgeschichtlich wertvollsten Schlössern der Region. Zu der unter Denkmalschutz stehenden Anlage gehören neben dem Herrenhaus die Kapelle, einer der bemerkenswertesten privaten Sakralbauten im Rheinland, der im 19. Jahrhundert angelegte Schlosspark mit einer Lindenkathedrale und einem Labyrinth sowie der französische Garten aus dem 18. Jahrhundert. Durch naturnah gepflegte Garten- und Obstanlage, Bäche, Feuchtbiotope und einen naturbelassenen Wald ist zudem ein wichtiges Biotop entstanden, das Rückzugsgebiet für zahlreiche bedrohte Tierarten ist. Ein Schloss im Dornröschenschlaf, so hat es die Deutsche Stiftung für Denkmalschutz genannt. Und weiter schreibt sie, umrankt von herrlichen Rosenbüschen, bezaubert das verfallene Dornröschenschloss. Eine angenehme Aura umgibt das verwunschene Wasserschloss, doch die Idylle trügt, seit fast 30 Jahren ist das Schloss unbewohnt und verschlossen. Wir können anhand alter Fotos noch einmal einen Blick in einige der Räumlichkeiten werfen und sehen diese wundervolle Pracht. Schloss Thörnich ist ein typisch rheinisches Wasserschloss aus dem 18. Jahrhundert, von Kunsthistorikern in einem Atemzug genannt mit Falkenlust, dem berühmten Jagdschloss des Kurfürsten Clemens August bei Brühl. Als Baumeister wird der in kurkölnischen Diensten stehende Franzose Michael Lively vermutet. Das von Wasser umgebene Gebäude steht auf einem teils weichen, teils festeren, kiesigen Untergrund und ganz nah am Rande des Braunkohletagebaus. Der Abbau der Braunkohle erforderte in den 50er Jahren die Absenkung des Grundwassers. Das Schloss bekam dadurch so starke Risse, dass es auseinanderzubrechen drohte. 1980 wurde es mit stählernen Zugankern notgesichert. Der Zustand des Schlosses ist heute besorgniserregend. Der jahrzehntelange Leerstand, undichte Stellen im Dach und fehlende finanzielle Mittel tun ihr Übriges. Was an Mobiliar und Raumschmuck nicht ausgelagert werden konnte, wurde abgedeckt. Seit Jahren durchzieht ein Wald aus hölzernen Stützstreben die Beletage. Mit Polstern versehen, schützen sie den wertvollen Rokokostuck, bis der Tag kommen mag, an dem er restauriert werden kann. Die gräfliche Familie sieht es als ihre Pflicht an, das Schloss zu bewahren und später für das Publikum zugänglich zu machen. So ist sie mit der Stadt Kapen einen Treuhandvertrag eingegangen, der es der Stadt ermöglicht, auch mit öffentlichen Mitteln die Restaurierung durchzuführen. Würde das Wasserschloss untergehen, wäre das ein tragischer Verlust. Und wir haben Gelegenheit, uns vom Fortschritt der Arbeiten zu überzeugen. Die wunderschöne Stuckdecke ist mit Brettern vor Absturz oder Beschädigungen geschützt worden. Haupttreppenhaus. Die vorhandenen Stuckelemente an den Wandverkleidungen sind hier sichtbar geschützt vor Zerstörung oder Verschmutzung. Alle Wandelemente sind nummeriert worden. Hier die Wandelemente 10 und 11. Und selbst ein verfallenes Schloss hat noch immer eine Überraschung. Oben unterm Dach. Uns bleibt ja fast der Atem stehen. Ein Wunderwerk der Technik. Weit mehr als 100 Jahre alt. Mann, oh Mann, einfach grandios. Und dann sehen wir auch noch das Ziffernblatt der alten Turmuhr, das restaurierte.
Unsere Neugierde ist noch nicht ganz befriedigt und so haben wir es dann Gott sei Dank geschafft, mit Hilfe von Willi Oberheiden über das Gerüst aufs Dach zu kommen. Nicht nur um den herrlichen Ausblick zu genießen, sondern wir wollten auch mal sehen, was machen die Handwerker hier. Das Dach saniert, das heißt mit Holzausbesserungen und vor allen Dingen auch abdichten mit Pappe. Also erst wird abgedichtet mit Pappe, dann kommt, was da, kommt da drüber? Ne, da bleibt es nur Pappe. Nur Pappe. Pappe, kommt nichts drüber? Kommt im Moment noch nichts drüber. Und das hält allen Witterungen stand? Ja. Aber später kommt das sicher mal... Ja, es ist geplant, dass irgendwann mal verschiefert werden soll. Und unter der Pappe, da haben Sie Holzarbeiten gemacht? Das sind Holzarbeiten, ja. Haben Sie das alte Holz verwendet oder neues Holz? Teils neues und teils altes. Und wie lange arbeiten Sie hier insgesamt an dieser Aktion? Ja, ich bin noch nicht so lange hier. Was schätzen Sie denn, wie lange dann? Ja, Sie sind schon ein knappes Jahr sind Sie schon dran. Ja. Wir sind zurzeit mit der Zuleitung für das Läutewerk der Schlossuhr beschäftigt, die also im Zuge der Dachsanierung dann mehrmals umgelegt werden mussten und jetzt dann endgültig verlegt werden, damit zumindest der Takt, der Viertelstundentakt im Moment aufrechterhalten bleibt, da zurzeit der Zifferwerk restauriert wird und dann geht auch wieder die Minutenglocke. Hier in dem Fenster wurde dann die neu restaurierte Uhr wieder eingebaut, wo sie auch früher war. Aber das ist die alte Uhr, die aufgemotzt wird? Ja. Bauherren des Wasserschlosses waren die Freiherren von Rolzhausen. 1757 bis 1766 ließen sie das jetzige Herrenhaus errichten, das sie bereits 1850 an die Grafen von zu Hunsbruch, ein altes rheinisches Adelsgeschlecht, verkauften. Diese wurden mit dem Schlosskauf zu Besitzern der größten Braunkohlegrube in Türnich, einem Erwerbszweig, den sie erfolgreich betrieben, bis das Brikettgeschäft zu Beginn des 20. Jahrhunderts stagnierte. Um 1890 begann Reichsgraf und Marquis Franz Eugen von zu Hunsbruch mit Umbauten am Herrenhaus. Das Schloss ließ er mit weiteren Stuckateuren und Boisserien im Stil des sogenannten Zweiten Rheinischen Rokoko prachtvoll ausstatten. Werfen wir noch einen Blick auf die Thürnische Schlossmühle. Hier wurde am 13. April 1884 als zweiter Sohn des damaligen Mühlenpächters Peter Hecker geboren, der am 28. Dezember 1971 in Scheuren bei Altenberg verstorben ist. Peter Hecker gilt als der wohl bedeutendste Kirchenmaler nördlich der Alpen. Er malte hauptsächlich Bilder sakraler Natur, zumeist direkt auf Kirchenwände. Sein letztes Werk findet sich im Kölner Dom. Dort, unter der aus Beton gegossenen Orgelempore, hat er sich dem Thema Musik gewidmet. Biblische Fundstellen, in denen Musik angesprochen wird, wie zum Beispiel die Posaunen von Jericho, sind dort bildlich umgesetzt. Eine kleine Referenz an einen Auftraggeber enthält dieses Werk auch.
Der berühmte Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings spielt Geige. Hecker war Soldat im Ersten Weltkrieg. Seine Fronterlebnisse flossen mitunter auch in seine kirchlichen Wandmalereien mit ein. Exemplarisch hierfür sind einige Wandgemälde in der Frechner Kirche St. Audomar. Einige wenige profane Gemälde fanden sich in der Ordensburg Vogelsang und in der zerstörten Kölner Oper am Rudolfplatz. Anregungen: in Türnisch eine Straße nach dem berühmten Sohn zu benennen, sind vor einigen Jahren leider nicht auf fruchtbaren Boden gefallen. Vielleicht jetzt? Zurück zur Mühle, Anschloss Türnisch, beziehungsweise zu dem, was noch von ihr übrig geblieben ist. Ein paar Meter weiter gehen wir. Und dann haben wir einen ganz kurzen Weg zur Obstplantage. Wir lassen uns einiges zeigen, wollen vieles sehen und wollen auch so manches erfahren. So wissen wir, dass es bis 1989 eine konventionelle Obstplantage hier gab. Dann begann die Entwicklung eines Projektes, das heute weit über die Region hinaus bekannt ist. Auf rund 40 Hektar ist seitdem eine Anlage entstanden, die sich einfachen Kategorisierungen wie Park oder Plantage auf schönste Weise widersetzt, nämlich der Obstpark Türnisch. Die Apfelernte 2009 ist in vollem Gange und wir sehen, wie schonend die Äpfel von den Bäumen abgenommen und letzten Endes in den Transportbehälter gebracht werden. Zwischen 3 und 6 Jahre lang wurden die Böden auf Schloss Türnisch auf natürliche Weise vorbereitet und gepflegt. Kompost, Rindermist, Fermentgetreide und Gründüngerpflanzen verhalfen dem Boden dabei zu der Qualität, die heute mit den Methoden des biologisch-dynamischen Demeterlandbaus erhalten und weiter verbessert wird. Gleichzeitig mit der Anpflanzung von Obstbäumen und Sträuchern entstand durch die Anlage von Hecken, Wildblumenwiesen und Baumgruppen ein einzigartig vernetztes Biotop, das allen nur erdenklichen Vogel-, Kleintier- und Insektenarten einen intakten Lebensraum und Nahrung bietet. Mit mehr als 150 Kern-, Stein-, Beeren- und Wildobstsorten bietet Schloss Türnisch das wohl größte Ökospektrum der Region. Diese Vielfalt gewährleistet, dass Schloss Türnisch den Verbrauchern zu jeder Jahreszeit Obst in saisonaler Frische anbieten kann. Die eigene Verarbeitung zu Säften, Nektar und Aufstrichen erweitert das Angebot der Direktvermarktung auf dem Ökomarkt und im Hofladen, um ebenso traditionsreiche wie ernährungsphysiologisch moderne Köstlichkeiten.
Die Glocken der St. Rochuskirche haben den Mittag eingeläutet und jetzt müsste eigentlich der Hofladen, das Hofcafé, geöffnet sein. Es sind ja nur ein paar Meter, also zurück zu Schloss Thörnich und gucken wir doch mal nach und wir haben Glück. Geht die Hofladen, täglich geöffnet von 12 bis 18 Uhr. Die ganze Jahr über? Ganze Jahr über, Sonn- und Feiertage. Und im Sommer sitzt man draußen? Im Sommer sitzt man draußen, im Winter sitzt man schön in der Bibliothek mit Kaminofen. Können wir uns die mal ansehen? Ja. Hier ist unsere Bibliothek. Wer möchte, kann auch Bücher lesen. Und hier ist der Ofen, gusseiserner Ofen, wird mit Holz beheizt. Und Kuchen wird selbst gebacken? Der Kuchen wird immer selbst gebacken. Und je nach Saison, ob Pommetart und... Ja, je nach Saison haben wir Beeren, Äpfel, Pflaumen, Birnen, alles, was an Steinobst ist. Hier sieht man Pommetart. Hier sieht man Pommetart, ja, da sage ich auch Pommetart.